Die schwache Konjunktur, das miese Wetter und der unattraktive Gegner veranlassten den FC Bayern zu dieser Initiative. Ja, Stehplatz für 5 Mark. Mit 5 Mark dabei. Alle Eintrittspreise wurden heute um die Hälfte reduziert. Es kamen dennoch nur 15.000 Zuschauer ins Olympiastadion, wo die Münchner mit den Düsseldorfern Katz und Maus spielten. Schüsse aus allen Lagen, hier von Niedermeyer, brachten die Fortuna in arge Bedrängnis. Einer von 19 Eckstößen, Rummenigge und der junge Oliver Bücher reaktionsschnell. Die Zeitlupenwiederholung, noch waren keine 10 Minuten vergangen und die Partie wurde schon eindeutig von den Bayern bestimmt. Pech für Düsseldorf, dass Löhr, der eigentlich Rummenigge bewachen sollte, wegen einer Oberschenkelverletzung kurz vor dem Anpfiff ausfiel. Niedermeyer, die Düsseldorfer Abseitsfalle klappt nicht, weil Theis träumt und Wolfgang Kraus erzielt das 1:0. Fünf Minuten später, Freistoß Augenthaler, 2:0, unhaltbar. Dieser herrliche Treffer in der Zeitlupenwiederholung. 15. Spielminute, 2:0 für den FC Bayern, der Auge hat wieder einen auspackt. Torschütze Nummer 5, Klaus Augenthaler. Damit war die Begegnung entschieden, nach einer Viertelstunde. Die Bayern zauberten jetzt, während die Düsseldorfer einen besseren Trainingspartner abgaben. Dürnberger und Bücher. Horstmann, präziser Außenrisspass auf Rummenigge, der gegenüber Kuczynski seine Schnelligkeit ausspielt und auf 3:0 erhöht. Rummeniges 9. Saisontreffer. Dann Dremmler, Breitner wagt einen Kopfball und Rummenigge gibt sich großzügig. Fortuna-Trainer Berger reicht's für die erste Halbzeit. Doch Schiedsrichter Korell tat ihm diesen Gefallen nicht, wofür sich Paul Breitner in seinem 222. Bundesligaspiel für die Bayern mit seinem 11. Saisontor bedankt. 4:0 zur Pause. In der 45. Spielminute erhöht der FC Bayern auf 4:0. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 8, Paul Breitner. Die Fortuna ohne Wenzel und Zewe wirkte demoralisiert. Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Geschehen einseitig. Rummenigge, Oliver Bücher trotz der Gegentore bester Düsseldorfer. Libero Bayerlorzer, Horstmann, Rummenigge, der auch im Spezialslalom von Schladming gefallen könnte. Kraus, Niedermeyer, 5:0, wie aus dem Lehrbuch. 5:0 für den FC Bayern. Torschütze war der Spieler mit der Nummer 2, Kurt Niedermeyer. Kraus, einer der eifrigsten. Rummenigge. An dem 19-jährigen Bücher lag es bestimmt nicht, dass die Fortuna in München unterging. In der Schlussphase gelang dem wiedergenesenen Kurt Niedermeyer sein 2. Treffer, 6:0. Und wer spätestens nach diesem halben Dutzend Toren nach Dieter Hoeneß fragte, dem sei vermeldet, dass der Münchner Mittelstürmer seine erste und einzige Chance in der 83. Minute hatte. Und wer bis 3 Minuten vor Schluss immer noch nicht auf seine Kosten gekommen war, der war es nach diesem Tor wohl auch zufrieden. Ein faszinierender Freistoßtreffer von Klaus Augenthaler zum 7:0 Endstand. Und weil es so schön war, ein 3. Mal. Fortuna Düsseldorf erlebte eine schlimme Woche. Und Trainer Jörg Berger konnte einem wirklich leid tun. Reib das Ding ab, Gott verdammt, sie ihm reichen. Jörg Berger, macht's nach so einer Woche 1:13 Tore, 0:4 Punkte auswärts noch Spaß, Trainer von Fortuna Düsseldorf zu sein? Ach ja, ich habe mir diesen Beruf gewählt und ich muss auch mit Höhen und Tiefen leben. Aber die wichtigste Arbeit, die kommt jetzt auf mich zu, die Mannschaft nach diesen 2 Niederlagen für ein wichtiges Spiel, nämlich am Samstag gegen Leverkusen, vorzubereiten. Ich meine, die Niederlagen auswärts in Hamburg und heute hier in München waren ja einzukalkulieren. Aber so wie sie waren, also ohne eine einzige Torchance heute, ist doch schon recht deprimierend, ich glaube auch für den Trainer. Naja, ich muss jetzt erstmal in Ruhe alles mir durch den Kopf gehen lassen. Ich möchte jetzt nichts zu den beiden Niederlagen sagen. Ich muss hier vielleicht an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass heute eine sehr, sehr junge Mannschaft auf den Platz gelaufen ist. Vielleicht ist das der Beginn einer neuen Fortuna. Unser Ziel ist der Klassenerhalt und wir wussten, dass wir es von Anfang an schwer haben. Und für uns sind Spiele wichtig wie nächste Woche gegen Leverkusen. Dankeschön, alles Gute. Dankeschön.